letzten Mal 2013. Was meinen Sie, wie lange das dauert? Das dauert ein paar Stunden. Wir sind hier ein Eckkneipe auf den Rümer und ich bin jetzt mit Herrn Bürger. Bürger, okay. Also, wie ist Ihr Name? Bürger wie der Staatsbürger. Wow, Entschuldigung, das habe ich das nicht gesagt. Nach dem Staatsbürger, ja. Naja. Okay. Also, wir haben ja heute gewählt und sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Nein. Warum? Weil eine radikale Kraft ein Ergebnis erzielt hat, das ich sehr bedauere, die AfD mit 13%. Okay. Also das heißt, Sie haben das nicht verhindern können. Deshalb sagen Sie, Sie sind damit zufrieden. Die großen demokratischen Parteien haben dies nicht verhindern können. Die CDU hat verloren. Die SPD hat verloren und haben zum Erstarken der AfD beigetragen. Und die Wählerschaft ist von dort in einem hohen Maß an die AfD gegangen. Und dies ist sehr bedauerlich, weil die AfD keine Programme bietet, die uns in dieser Zeit der schwierigen Verhältnisse in der Welt, aber auch in Europa und auch in Deutschland nicht weiterhelfen. Also, Sie hätten besser gemacht, um das verhindern zu können. Wie hätten Sie das was gemacht? Das ist eine einfache Frage, auf die die Antwort sehr schwierig ist, weil es immer darauf ankommt, dass man den Wählerinnen und Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern versucht, deutlich zu machen, vor welchen Problemen stehen wir und welche Lösungen bieten wir an. Und die einfachen Lösungen, die häufig angeboten werden, sind nicht die besten. Und die AfD bietet Lösungen an, sie sind einfach, sie sind scheinbar auch volkstümlich, nationalistisch und dennoch bieten sie keine Lösung an für die anstehenden Probleme, die es zu bewältigen gibt. Also nach dem Hochrechnung oder Ergebnis zurzeit und SPD hat ja nur gerade über 20% und ich habe gehört, dass ein paar SPD jetzt auch nicht mehr in der Großkoalition jetzt wieder eintreten würde. Meinen Sie, das ist eine gute Sache für das Land? Ich halte das für sehr bedenklich, weil wenn die SPD auf den Plätzen der Opposition neben der AfD Platz nimmt im Bundestag, dann wird die Arbeit für die SPD und die Überzeugungskraft, die sie ausstrahlen muss, unter Umständen sehr, sehr davon negativ beeinflusst. AfD, neben der AfD, als SPD in der Opposition zu sitzen, halte ich für nicht gut. Und wenn wir mit Wahlversprechen an die Bevölkerung herangetreten sind und könnten in einer großen Koalition, in einer wieder einmal großen Koalition, einiges davon einlösen, glaube ich, wären wir eher dazu verpflichtet, dies zu tun, als in die Opposition zu gehen. Also von innen aus wäre da vielleicht doch eine Großkoalition möglich oder wäre auch wünschenswert. Ja, es gab ja heute schon Äußerungen heute Abend. Wir gehen in die Opposition als SPD. Ich halte das nicht für glücklich. Ich halte das für sehr gefährlich. Obwohl ich verstehe, dass man sagt, jetzt sollen mal die anderen sehen, wie sie den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber ich glaube, wir sind den Wählerinnen und Wählern verpflichtet, das, was wir für sie tun können, was wir in unserem Wahlprogramm besprochen haben,
und es auch in einer Koalition durchsetzen können, das dann auch zu tun. Da sind wir den Wählerinnen verpflichtet. Aber das entscheidet meine Partei. Wir werden es sehen. Und ich weiß nicht, wie das ausgeht. Im Moment sieht es so aus, als ob wir neben der AfD in die Opposition gehen würden. Das halte ich für sehr, sehr, sehr bedenklich. Also das heißt, es kann morgen wieder andere Aussprache kommen, dass es doch irgendeine große Koalition geben würde. Also naja, es sind ja noch eine Reihe von Ereignissen. Niedersachsenwahl kommt noch. Alles das kann mit im Spiel der Überlegungen sein, diese Behandlungen hinauszuzögern, hinauszuziehen. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass es das Ende der Aussage ist, wir gehen die Opposition, sondern dass möglicherweise doch noch eine andere Situation eintritt. Und die für mich nur heißen kann, mit vielen optimalen Forderungen, die die SPD hat, in diese Verhandlungen zu gehen und sie dann durchzusetzen. Also, vielen, vielen Dank, Herr Dörner. Gerne geschehen. Okay.